Vermutlich haben Sie das hier noch nie gesehen, aber wussten Sie, dass jeder Mensch auf unserer Erde durchschnittlich fast 15 Kilogramm pro Jahr von dieser Wurzel isst? Tja, um was genau es sich dabei handelt und noch mehr erstaunliche Fakten rund ums Essen haben wir jetzt für Sie in unserer Hitliste der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt. Das Klischee kennen wir. Die ganze Welt ist heute so ziemlich dasselbe. Und am liebsten fett und ungesund. So schmeckt Globalisierung. Die Realität sieht aber anders aus. Wir zeigen, wie sich die Welt wirklich ernährt. Genauer gesagt, die Grundnahrungsmittel, die wir statistisch weltweit am meisten essen, berechnet nach Kalorienmenge. Erleben Sie giftige Wurzeln. Und Frühstück, das es bei uns garantiert in keinem Café gibt. Erfahren Sie, welche exotischen Dinge zum Beispiel aus Mais gemacht werden. Und warum er anderswo sogar noch verschimmelt als Delikatesse gilt. Fangen wir an mit Platz 7 der weltweiten Grundnahrungsmittel, der Bohne. Sie wird also weltweit am siebtmeisten gegessen. Bohnen enthalten besonders viele Ballaststoffe. Das ist gesund. Aber deshalb haben es die Bohnen nicht an die Weltspitze geschafft, sondern weil sie sich besonders gut lagern und transportieren lassen. Getrocknet oder in Dosen, kennt man ja aus Cowboy-Filmen. Aber kennen Sie auch unseren Platz 6? Maniok. Sie ist die wichtigste Nahrungsquelle in Zentralafrika. Und auch in Brasilien ist sie beliebt. Da haben wir schon eine Maniok. Also da unten an den Wurzeln. Die braune Knolle. Sieht komisch aus, ist extrem lecker. Man muss sie nur richtig zubereiten. In ihrem Laden in München verkauft Amelie Metuecho solche Manioks. Und zeigt uns, wie man sie kocht. Roh sind die Knollen giftig, denn in ihrer Schale kann sich Cyanid bilden, also Blausäure. Deshalb, ganz wichtig, muss man Maniok vor dem Kochen immer gründlich schälen. Und damit man danach nicht auf was Hartes beißt, gibt es noch einen Trick. Maniok hat in der Mitte so einen Stiel. Hier ist der Stiel. Man kann beim Kochen auch schon aufmachen, um diesen Stiel zu entfernen. Und zwar ganz einfach mit dem Messer. Dann werden die Maniok in Wasser gekocht, so wie Kartoffeln. Und wie schmecken sie? Also wie Kartoffeln. So fester, ein bisschen fester. Okay. Und mehliger. Mhm. Schmeckt aber gut. Ja. Mhm. Außen fest und innen mehlig. Und Maniok enthält richtig viel gesundes Vitamin C. In Brasilien testet Galileo-Reporter Haro Füllgrabe die lokale Variante der Wunderwurzel frittierte Maniok. Noch ein bisschen abkühlen lassen und... Das ist wie Pommes, oder? So gesunde Pommes. Und gesund geht's auch weiter mit Platz 5, der Hirse. Die enthält wichtige Spurenelemente und Eisen und ist das Top-Nahrungsmittel in Westafrika. Hirse ist nämlich besonders robust. Sie gedeiht extrem gut im trockenen, heißen Klima Westafrikas. In unserer Klimazone aber schlechter als andere Grundnahrungsmittel. Deshalb wird das taffe Getreide bei uns praktisch nicht angebaut. Dabei ist Hirse ein echter Alleskönner in der Küche und schnell zubereitet. Nach wenigen Minuten ist das Hirse-Menü fertig. Zum Hauptgang serviert Amelie Hirse mit einer Gemüse-Fleischsoße. Und das Dessert ist auch aus Hirse, wenn das kein vielseitiges Getreide ist. Für Platz 4 geht es zurück nach Europa, zur Kartoffel. Klar, die kennen wir. Sie enthält hochwertige Eiweiße und macht satt. Aber wussten Sie auch, dass die Kartoffel die Welt verändert hat wie keine andere Pflanze? Denn Europa wurde erst durch die Kartoffel zur Weltmacht. Glauben Sie nicht? Dann kommen Sie mal mit. Spanische Seefahrer bringen die Kartoffelpflanzen im 15. Jahrhundert aus Mittelamerika nach Europa. Heute kaum vorstellbar.
Dort hungern die Menschen, aber die Kartoffel löst das Problem. Sie produziert mehr Nährstoffe pro Ackerfläche als andere Pflanzen. Und genug zu essen für alle bedeutet, die Bevölkerung wächst. So werden aus Dörfern Großstädte. Und in den Großstädten entsteht die Industrie und macht Europa reich. Aber die Abhängigkeit hat ihren Preis. Ein Pilz vernichtet 1845 in Irland die komplette Kartoffelernte. Eine Million Menschen verhungert. Es ist der Beginn einer riesigen Auswanderungswelle in die USA. Millionen Iren ziehen nach Amerika und prägen die USA bis heute. Verrückt, wie eine kleine gelbe Knolle die Weltgeschichte verändern kann. Bevor wir zu unserem Platz 3 kommen, hier noch drei regionale Stars, die es nicht ganz nach oben geschafft haben. Die Süßkartoffel wird vor allem in Asien produziert und weltweit gegessen. Die Kokosnuss ist im Inselstaat Mikronesien die mit Abstand wichtigste Kalorienquelle. Und in Südamerika oder auf Inseln im Pazifik leben Millionen Menschen von Bananen, genauer gesagt Kochbananen. Es hat den Namen Banane, Kochbanane, hat aber mit dem Bananengeschmack, den wir kennen, überhaupt nichts zu tun. Das schmeckt eher so wie Brot, wie so eine Brotkruste. Und damit zurück zu unseren weltweiten Stars. Platz 3. Der Mais. Kein Nahrungsmittel wird weltweit so viel angebaut wie diese Grasart. Aber nur ein Bruchteil der Maisproduktion landet am Ende auf unserem Teller. Der Großteil wird zu Tierfutter. Unsere Reporter haben Mais schon in den komischsten Formen gegessen. Etwa als deftiges Frühstück in Siebenbürgen. Oder verschimmelt. Ja, das ist wirklich schimmliger Mais. In Mexiko heißt er Huitlacoche und ist eine begehrte Delikatesse. Dieser Schimmelpilz ist absolut ungefährlich. Aber in Mais steckt noch viel mehr. Er ist die Powerfrucht. Seine Kraft lässt Masttiere erst richtig wachsen. Aus ihm lassen sich Kunststoffe herstellen, die härtesten Belastungen standhalten, sogar einer Explosion. Möglich wird das durch die im Mais enthaltene Stärke. Sie lässt sich besonders effizient gewinnen und hat eine gewaltige Kraft. Kippt man genug ins Wasser, kann man danach sogar über einen Pool laufen. Echt stark, die Maisstärke. Platz 2 ist bei uns fast überall drin, Weizen. Der Kohlehydratlieferant schlechthin. Er füllt ganze Landstriche und ohne ihn müssten wir in Europa wohl hungern. Kaum ein industrielles Gericht kommt ohne ihn aus. Nudeln sind aus Weizen. Pizzateig wird aus Weizenmehl gemacht. Ebenso wie Kekse. Oder, na klar, Brötchen. Dabei gilt Weizen doch heute schnell mal als ungesund. Und immer mehr Produkte kommen ohne Gluten, also ohne Weizeneiweiß, ins Supermarktregal. Tatsächlich leiden aber weniger als 1% der Deutschen an Glutenunverträglichkeit. Für alle anderen gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Beleg, dass Weizen schadet. Können Sie auch Ihrer Freundin sagen. Aber wer ist unser Platz 1? Es ist Reis. Nichts essen wir Menschen weltweit so viel wie Reis. Und zwar jeder von uns, jeden Tag im Schnitt 544 Kilokalorien. Das ist ordentlich. Besonders wenn man bedenkt, wie Reis angebaut wird. 80% der weltweiten Reisernte kommt aus traditionellem Nassanbau, wie hier in Vietnam. Das heißt, die Bauern müssen den Reis in knietiefem Wasser per Hand pflanzen. Das ist echte Knochenarbeit, ohne modernes Gerät. Erst zur Ernte wird das Wasser abgelassen. Dann helfen zum ersten Mal auch Maschinen. Am meisten gegessen wird Reis, na klar, in Asien. Da gibt es ihn schon zum Frühstück. Und die Auswahl ist riesig. Denn weltweit gibt es mehrere tausend Reissorten. Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung haben übrigens herausgefunden, dass Reis den Duftstoff Nonanal enthält. Er soll unsere Rezeptoren für Pheromone aktivieren, also für die Botenstoffe, die unsere Partnerwahl steuern.
Wenn die Forscher recht haben, ist das der perfekte Tipp für das nächste romantische Dinner. Machen Sie doch mal was mit Reis,